Hallo, willkommen im Europaparlament heute zum Tag der Deutschen Einheit. Ich habe heute einen Gast mit mir, Sepp Dentz aus Großbritannien. Hallo Sepp. Hallo. Sepp spricht Deutsch, einer der Abgeordneten, der noch andere Sprachen spricht. Das ist gut, ja. Weil ich mit dir heute über den Brexit sprechen möchte. Mhm. Wir haben heute einen besonderen Tag, der Tag der Deutschen Einheit. Ich komme aus Ostdeutschland, ich wäre heute nicht hier. Und Ostdeutschland hat das Glück gegenüber den anderen osteuropäischen Staaten. Wir waren mit dem Tag der Wiedervereinigung automatisch Mitglied der Europäischen Union, in dem Großbritannien schon Mitglied war. Mhm. Jetzt haben wir die große Situation des Brexits. Mhm. Wie sieht es aus, Sepp? Brexit. Wie ist der Stand? Ja. Ja. Ich fühle mich, als ob dass wir knapp vor einer Krise in Großbritannien sind. Also diese Krise geht, weil die drei Optionen, die vielleicht möglich wäre, sind unmöglich, wenn das Sinn macht. Also eines der Handlungsvertrag zwischen die EU und Großbritannien, das heißt Canada Plus Plus. Das können wir keine freie Bewegung für die Produkte oder Leute haben. Das geht für meine Partei nicht. Also wir können das nie akzeptieren. Die zweite Option ist, dass wir ein Norwegen-Modell haben, also europäische Wirtschaftsgebiet. Und wir können freie Bewegung haben, wir können keine Probleme für die Wirtschaft haben. Okay, das ist okay, aber für die konservativen Partei ist es nicht möglich, weil sie haben gesagt, nein, wir wollen Kontrolle zurückbringen. Ja. Ja. Und die dritte Option ist natürlich, dass wir nur am 29. März 2019 rausgehen, und das wäre eine Katastrophe für mein Land. Auch schwierig für Deutschland. Absolut. Also wir kommen aus Sachsen-Anhalt, drittgrößter Handelspartner, aber auch für Deutschland haben wir so enge Beziehungen, das würde nicht gehen. Genau. Welche Optionen liegen noch auf dem Tisch? Also es gibt nur, in meiner Meinung, es gibt keine andere Option, weil diese drei Optionen nicht möglich sind für mein Land, dass wir eine Wiederabstimmung haben müssen. Also das ist für die Prime Minister nur die einzige Weg, durch dieses. Und auch für Jeremy Corbyn ist das auch der einzige Weg. Also Jeremy sagt, wir wollen einen Wahlkampf am 1. Okay, das ist wichtig, aber die Tory-Abgeordnete würden dafür nicht stimmen. So. Yeah. Ich sage, okay, wenn das nicht möglich wäre, wenn die drei Optionen nicht möglich sind, dann müssen wir diese Abstimmung wieder haben. Aber es gibt natürlich, das größte Problem für uns ist, dass wir nicht genug Zeit vielleicht haben, hier bis zum März. Also das ist nur in 6 Monaten. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Und das ist unser größtes Problem im Moment. Das ist auch ein Problem, was wir im Europaparlament mit besprechen müssen. Ja. Wir werden vielleicht gar keinen Entwurf bekommen, weil der Kampf der beiden Seiten so stark ist, dass wir gar keinen Vorschlag bekommen. Ja. Und dann müsste das eine Debatte vielleicht bedeuten, dass wir Zeit geben, dass wir nicht im März den Ausstieg haben automatisch, sondern dass wir vielleicht nochmal ein Referendum haben. Ja. Das werden wir jetzt sehen. Ja. Wir wünschen euch als Labour, die fürs Europaparlament hier sind, alles Gute. Ihr kämpft für diese zweite Abstimmung. Ja. Und von daher hoffen wir, dass es kommt. Weil, wie denkst du, ist die Stimmung in Großbritannien? Wie möglich ist, ja. ist es? Wenn es ein zweites Referendum gibt, wie würden die Leute, Umfragen? Die Leute haben für etwas anders gestimmt. So in 2016, sie haben für eine größere Wirtschaft, für mehr Investitionen und mehrere Gelegenheiten für die Kinder und so weiter und Studenten gewählt. Aber das ist das Gegenteil von was jetzt passiert. Und ich sage nur, also wenn wir Demokratie respektieren wollen, weil wir Demokratie respektieren müssen, dann es gibt keine andere Optionen, sondern diese weitere Abstimmung zu haben. Weil also wenn etwas nicht dafür gestimmt ist, müssen wir wieder fragen, ist das wirklich was die britische Bevölkerung wollen? Ist das wirklich, was sie wollen? Und es wäre nicht ungewöhnlich, es gab viele Referenden auch zu anderen Themen, zum Euro, aber auch zum Beitritt in die EU. Von daher hoffe ich, dass das klappt. Sepp, danke. Alles Gute. Okay, danke. Schauen Sie mal. Danke. Alles Gute aus dem Europaparlament. Tschüss. Tschüss.